Ich glaube, so war das nicht so. Ist jetzt kaputt. Autsch. Cool, ich habe eine richtige Animation bekommen. Die habe ich sonst noch nie bekommen. Okay, spulen wir. So kann ich die Zeit jetzt nicht zurückspulen. Hallo? Ich bin jetzt kaputt. Ich kann die Zeit nicht mehr zurückspulen. Hallo? Was soll denn die Scheiße? Zit. Warum geht das jetzt nicht mehr, hä? Geht nicht mehr. Was ist für eine Scheiße? Hallo? Hallo? Okay, machen wir F9. Hä? Warum geht das jetzt nicht mehr? Ich kann die Zeit anhalten? Ich kann. Was? Hä? Was ist das jetzt für ein Mist? Was habe ich eben anders gemacht? Nein? Hallo? Was ist der Unterschied zu eben? Cool. Ich kann mich selbst erschießen. Cool. Ja. Nachdem wir das festgestellt haben. Muss ich da vielleicht rausgehen oder so? Geht doch eben auch. Komische Sache. Ah, jetzt. Was zu. Was muss er denn da tun, damit das funktioniert? Hallo. Also ich darf auf jeden Fall nicht nach vorne laufen. Wie funktioniert denn das nicht? Was ist das für ein Mist? Ach, spring doch. Leck mich, lass mich hoch. Ach komm schon, eben hat das so wunderbar funktioniert. Na also. Was ist das für ein Mist? Das läuft ein bisschen buggy. Ja. Wie zur Hölle komme ich denn da wieder raus? Was zur Hölle muss ich tun, damit das ordnungsgemäß funktioniert? Oh, komm schon. Und was muss ich tun, damit ich dann da wegkomme? Hä? Was? Nee, so nicht. So funktioniert's auch nicht. Hä? So funktioniert's auch nicht? So, ich gehe erstmal hier hin. Vielleicht kann ich das auch von hier machen. Ach, da ist eine Leiter. Ist das eine Leiter? Ich weiß es nicht. Ist ein bisschen komisch hier jetzt. Was? Das war jetzt nicht geplant. Schnell laden, komm. Ich erschieße mich ein bisschen selbst. Okay, Flammen kommen nicht wieder nach unten. Flammen schießen bekannterweise unabhängig vom Wind. So, weiß man ja. Oh. Was hat er gesagt? Achso, der quasi nicht hochgekommen bin.
Ja, ich würde da auch stehen bleiben, während einer mit Flamme auf mich zukommt. Hey, da sind doch einer. Achso, die können mich gar nicht beschießen, weil ja das alles nach unten zieht. Natürlich. Mich jetzt mal interessieren würde. Nein, die Kugeln fliegen trotzdem nach unten. Weil das Ding auch irgendwie gleich aufhört, wenn ich das mache. Naja. Oh, enge Gänge und ich habe einen Flammenwerfer. Oh ja. Oh ja. Ich brauche sie im Munitionslagerhaus. Es wird schwer bewacht. Also Vorsicht. Ach, ich liebe diese Waffe. Die ist einfach toll. Sie ist effizient. Sie ignoriert einfach die Panzerung feindlicher Soldaten, außer bei diesen einen. Was? Nein, 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 nein. Behalte deinen Scheiß. Ich behalte diese Waffe. Nein. Es ist anzunehmen, dass Feinde bewaffnet sind, ne? Alle Angestellten müssen im Lagerhausbereich Vorsicht walten lassen. Warum? Personal, das in Munitionsunfälle verwickelt ist, wird schwer bestraft. Hm. Das Spiel damit irgendwas sagen soll? Nichts ist los. Gar nichts. Ich bilde euch das alles nur ein. War ich nicht eben schon erschossen? Hm. Ich bin scheinbar getäuscht. Hm, hier geht's nicht rein. Was soll ich denn fallen lassen? Ich muss so ein bisschen präzise ausdrücken, wenn ich wissen will. Hier da unten gibt's Munition. Nein, ich kann hier nichts groß in die Luft jagen. Das wäre auch zu schön gewesen. Ich kann schon mal fest in die Luft jagen, was wahrscheinlich nichts bringen wird, weil die Gegner jetzt noch nicht gespawnt sind. Aber egal, ich habe einen Raketenwerfer, ich habe unten eine Munitionskiste, ich habe einen Flammenwerfer, ich habe ein Scharfschützengewehr. Oh ja. Ja, lass mal irgendwas in die Luft jagen. Schon wieder nachladen. Ich brauche ein größeres Munitionsmagazin. Munitionsmagazin, naja. Ich glaube, größeres Magazin alleine würde reichen, wenn ich sagen würde. Kann das Ding aufsprengen? Schnauze, ich bin hier beschäftigt. Irgendwie taugen denn ihre Panzer nichts. Was soll ich mit dem Bogen, mit der Armbrust? Hä? Sagt wer. Ich habe hier einen Passierschein. Passierschein A38. Ich muss das mal runter und mir neue Munition holen. Ach, du hast einen Alter! Oh! Ich sehe die Penner schon nicht mehr. Ich glaube, ich habe ihm vorher nicht meine ganze Munition verschossen. Kann das sein? So ein bisschen? Ja, doch, glaube schon. Ich hoffe, ich komme später wieder welche, damit ich die Panzer in die Luft jagen kann. Munition ja. Instabil ist. Ach. Alle Mitarbeiter, die mit Material nicht vorsichtig umgehen, werden der Sicherheitsabteilung des Magistrats gemeldet. Na gut, dann laufe ich eben zu euch hin, wenn ich euch so nicht sehe. Das funktioniert sehr gut. Wieder lebt noch. Ich laufe einfach frontal durch. Was soll schon schief gehen? Ich meine, bitte. Total offensichtlich, dass das eine gute Idee ist. Nein, passt. Doch, das kann sein. So, tschüss jetzt. Was war das überhaupt? Was sind das für Typen? Warum tauchen die einfach auf? Erkläre es mir, Spiel. Hä? Ist das einfach erschienen und gleich wieder verschwunden? Ja, bin ich doch. Für welches Militärpersonal ist ja nicht wichtig, oder? Also ich muss jetzt nicht unbedingt zu euch gehören, oder? Feuer! Die wollten doch Feuer, oder? Habe ich da irgendwas falsch verstanden? Meins. Nummer 2. So, komme ich jetzt langsam mal hier an die Munition ran? Moment mal, hier war ich doch schon mal. Für eine Verlade. Hier war ich doch eben erst, oder? Weiß nicht.
Sieht sich alles so ähnlich. Ich geh mal da hoch. Das hier ist voll der Kreisverkehr, aber... Nein, ich will da nicht. Ich will da hoch. So, lass mich. Geh weg. Nö, ich habe alle Waffen, die ich haben möchte. Ich bin glücklich, so wie ich momentan bewaffnet bin. Dann gehen wir mal hier wieder runter. Keine Ahnung, ob es richtig ist, aber wird schon passen. Sieht doch schon mal gut aus. Was ist denn da hinten noch? Wahrscheinlich nichts, aber ich laufe trotzdem mal hin. Ich hab noch mal... Hier ist... Alle Angestellten müssen im Lagerhausbereich Vorsicht walten lassen. Okay. Personal, das in Munitionsunfälle verwickelt ist, wird schwer bestraft. Ist die nicht schon in die Luft gejagt? Sollen der Unsinn? Ach nein, die da drüben habe ich in die Luft gejagt. Okay, passt. Bringt mir das irgendwas, wenn ich die Panzer in die Luft jagt? Vermutlich nicht, aber... Die Kiste sieht irgendwie matschig aus, oder wirkt das, das durch das Licht nur so? Was habe ich jetzt getan? Oh Gott. Ich bereue es. Lass mich die Zeit zurückdrehen. Ladekran aktiv. Bitte Ladebereich frei halten. Kriege ich jetzt einen Panzer? Sag mir, dass ich jetzt einen Panzer bekomme. Diese Typen. Oh, ich kann aufs Glas laufen. Aber ich kann es nicht kaputt schießen. Aber ich kann drauf laufen. Instruction. Für eine Kugel. Wie spielt man richtig Ball? Was zur Hölle ist das für ein Typ? Warum Flammenwerfer entdeckt? Den Flammenwerfer habe ich jetzt nichts Neues. Daten werden aktualisiert. Was? Nein. Ich hätte jetzt gerne meine Raketenwerfer voll durchgeladen wieder. Naja, schieße ich halt einfach kurz so. Ach, jetzt entdeckst du die. Ich fällt ja früh auf. Cache wird bereinigt. Hier, bereinige mal das. Hör auf, mal mit. Nur ich darf das. Schnauze. Ja, 2 Milliarden Stimmen in meinem Kopf. 2 Milliarden Stimmen in meinem Kopf. Wie kriege ich die da wieder raus? Gar nicht. So, durchladen. Nein, ich gehe doch wieder runter. Müssen wir mal sterben, danke. Da. Der Rest ist Trinkgeld. Haben die wieder. Nein, die haben nur diese billige Version. Ja, nenn ich mal einen Flammenwerfer. Komm, nach Hause, Kleiner. Wo ist denn der Letzte? Wo ist denn der hin? Was zur Hölle? Ah, der ist ein Panzer oder was? Nee. Durchladen. Immer alles durchgeladen halten. Dann wird alles gut. Ich will nicht diese scheiß kleine Dreckspistole. Ich halte dir den großen. Ach nein, den habe ich schon in die Luft gejagt. Deswegen sieht er so scheiße aus. Gibt's hier nicht irgendwo Munition? Virus entdeckt. Wieso Virus? Was laberst du da? Systemabschaltung läuft. Anfänger. Das heißt, mit beiden Fähigkeiten können sie nichts. Beschädigte Daten entdeckt. So, neue bin ich... Koordinaten zugewiesen. Mal. Da! Diese Ableitung unzureichend. Das ist voll easy. War hier nicht irgendwo Munition gelegt? Aha, na also. Genau, was der Arzt verschrieben hat. Oh, der ist direkt durchgeladen. Sehr sportlich. Ich kann noch ein bisschen was in die Luft jagen wieder. Ist hier noch was zum in die Luft jagen? Ne, ich glaube, ich habe hier schon Erfolg gegen alles. Sogar der Gabelstapel hält 2 Schüsse aus.
Also entweder haben die verdammt robuste Gabelstapler oder ich einen verdammt beschissenen Raketenwerfer. Ich vermute beides. So, gemütlich weiterschlendern. Alle Angestellten müssen im Lagerhausbereich Vorsicht walten lassen. Personal, das sind... Kommen die auf einmal alle her? Warum soll ich nicht böse auf die sein? Was labern die da? Toll, ich kann die scheinbar gar nicht treffen, wenn die... Hitzeableitung unzureichend. So, schnell noch den da töten. Nein, ich muss nachladen! Ganz schlechter Zeitpunkt, um nachladen zu müssen. Ganz schlechter Zeitpunkt. Ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Ja, die kommen nicht her. Passt schon. Einfach weitermachen. Unerwünschtes Ergebnis. Ja. Das denke ich mir auch öfters. Einer ist da, wo ist der andere? Einfach mal draufballen, passt schon. Wird alles gut. Wenn ich es mir lange genug einrede, glaube ich es vielleicht irgendwann. Das ist noch was, was ich nicht in die Luft gejagt habe. Das will ich scheinbar gar nicht in die Luft fliegen. Doch, es ist in die Luft geflogen, oder? Ich soll vielleicht lieber um die Angreifer kümmern, anstatt mich hier irgendwie... Ach was. Angreifer. Das sind doch bloß so ein paar Pfeifen. Die haben doch gar keine Chance gegen meine Überlegenheit. Ah, voll easy. Die leben echt immer noch, ich glaub's nicht. Da, schieß einfach mal hin da. Ich glaube, ich habe ihn sogar erwischt, geil. Irgendwo da oben sind scheinbar noch welche. Ach, da unten, da, da. Jetzt ist es einer weniger. Das sind doch wieder normale Leute oder was? Das wäre richtig langweilig dann. Würdest du trotzdem mal sterben, bitte? Würdest du jetzt bitte mal. Na, also war das so schwer. An alle was war das hier immer erst? Sie daran, alles selbst machen. Ja, ja. Alle Mitarbeiter, die mit Material nicht vorsichtig umgehen, werden sehr sicher. Tschüss jetzt. Kann ich den Panzer jetzt fahren? Nein. Wozu wird er mir dann groß angezeigt, wenn ich ihn eh nicht benutzen kann? Jetzt muss ich aber nochmal Munition irgendwo einsammeln. Hier, was ist das, du Kackding? So, erfolgreich alles zerstört, was hier rumkreucht. Außer das Ding, weil das irgendwie unkaputtbar ist. Eine habe ich noch. Die sind auch alle irgendwie so ein bisschen lädiert. Alter, kommen da noch mehr oder was? Leck mich doch am Arsch. Hör das auch mal auf und so. Nein. Die öffnen sich gleich alle noch. All. Oh Gott, hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. So, Munition aber bitte. Warum fährt hier ständig ein Panzer rum? Oder wird er irgendwo mal hin positioniert? Müsste ich vielleicht mal aufpassen, anstatt alles in die Luft zu jagen. Ach was. Lass mal was in die Luft jagen. Ach, der geht da hinten durch, alles klar. Ach, da liegt auch noch Munition. Gut, dass ich die gleich gesehen habe. Das hat mir nämlich einen riesen Umweg erspart. Lalala. Dann wollen wir die mal anzünden hier. Was sind die anderen? Nein, die braucht ihr jetzt nicht mehr. Was hatte der denn da? Ach, so ein Sturmgewehr. Sieht zumindest aus wie ein Sturmgewehr. Ich nehme an, es war das Sturmgewehr. So. Ich dachte, ich müsste hier lang. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Wo geht's denn hier hoch? Alle Angestellten müssen im Lagerhausbereich Vorsicht walten lassen.
Ah. Personal, das in Munitionsunfälle vielleicht gesehen. Ist, ja, ja, halt die Fresse. Halt doch einfach die Fresse. Es interessiert doch hier niemanden mehr. Habe ich noch irgendwas am Leben gelassen? Nö, es ist alles Schrott. Gut. Hörst du ganz gelassen, bekämpfst du später einen Panzer. Verdammt. Würde ich dem Spiel glatt zutrauen. So, jag doch mal alle Panzer in die Luft. Oh, jetzt kriegst du keinen mehr. Hier ist immer alles zu. Kann man das abschießen? Nö. Ich kann es nur deformieren. Was haben wir denn da? Vorsicht, er ist bewaffnet! Oh, ich wollte doch da bloß mal reinschauen. Dann geht das plötzlich auf. Nicht lustig. Aber Moment, wenn es da weitergeht, wo geht's denn da hin? Wieso hing ich eben in der Luft?